Und hallo wieder einmal. So. Da. So geriet die ganze Ostküste in die Gewalt der Römer. Im folgenden Jahre 207 erschien aus Afrika Hanno mit einem dritten Heere, worauf auch Mago und Hasdrubal sich wieder nach Andalusien wandten. Allein Marcus Silanus schlug Magos und Hannos vereinigte Heere und nahm den letzteren selbst gefangen. Hasdrubal gab darauf die Behauptung des offenen Feldes auf und verteilte seine Truppen in die andalusischen Städte, von denen Scipio in diesem Jahr nur noch eine Oringis erstürmten konnten. Die Phöniker schienen überwältigt, aber dennoch vermochten sie das Jahr darauf, 206, wieder ein gewaltiges Heer ins Feld zu senden. 32 Elefanten, 4000 Mann zu Pferde, 70.000 zu Fuß. Freilich zum allergrößten Teil zusammengeraffte spanische Landwehr. Wieder bei Baecula kam es zur Schlacht. Das römische Heer zählte wenig mehr als die Hälfte des feindlichen und auch von ihm war ein guter Teil Spanier. Scipio stellte, wie Wellington im gleichen Fall, seine Spanier so auf, dass sie nicht zum Schlagen kamen. Die einzige Möglichkeit, ihr Ausreißen zu verhindern, während er umgekehrt seine römischen Truppen zuerst auf die Spanier warf. Der Tag war dennoch hart bestritten, doch siegten endlich die Römer. Und wie sich von selbst versteht, war die Niederlage eines solchen Heeres gleichbedeutend mit der völligen Auflösung desselben. Einzeln retteten sich Hasdrubal und Mago nach Gades. Die Römer standen jetzt ohne Nebenbuhler auf der Halbinsel. Die wenigen nicht gutwillig geführten Städte fügten sich, wurden einzeln bezwungen und zum Teil mit grausamer Härte bestraft. Scipio konnte sogar auf der afrikanischen Küste dem Syphax einen Besuch abstatten und mit ihm, ja selbst mit Massinissa, für den Fall einer Expedition nach Afrika Verbindungen einleiten. Ein tollkühnes Wagstück, das durch keinen entsprechenden Zweck gerechtfertigt war. So sehr auch der Bericht davon den neugierigen Hauptstädtern daheim behagen mochte. Nur Gades, wo Mago den Befehl führte, war noch phönikisch. Einen Augenblick schien es, als ob nach dem Römer die karthagische Erbschaft angetreten und die hier und da in Spanien genährte Hoffnung, nach Beendigung des phönikischen Regiments auch die römischen Gäste loszuwerden und die alte Freiheit wiederzuerlangen, hinreichend widerlegt hatten, in Spanien in allgemeine Insurrektion gegen die Römer ausbrechen werde, bei welcher die bisherigen Verbündeten Roms vorangingen. Die Erkrankung des römischen Feldherrn und die Meuterei eines seiner Korps, veranlasst durch den vielen Jahre rückständigen Sold, begünstigten den Aufstand. Indes Scipio genas schneller, als man gemeint hätte, und dämpfte mit Gewandtheit den Soldatentumult, worauf auch die Gemeinden, die bei der Nationalerhebung vorangegangen waren, alsbald niedergeworfen wurden. Ehe die Insurrektion Boden gewann. Da es also auch damit nichts und Gades und doch auf die Länge nicht zu halten war, befahl die karthagische Regierung dem Mago zusammenzuraffen, was dort an Schiffen, Truppen und Geld sich vorfinde und damit womöglich dem Krieg in Italien eine andere Wendung zu geben. Scipio konnte dies nicht wehren. Es rächte sich jetzt, dass er seine Flotte aufgelöst hatte und musste zum zweiten Mal die ihm anvertraute Beschirmung der Heimat gegen neue Invasionen seinen Göttern anheimstellen. Unbehindert verließ die letzte von Hamilkars Söhnen die Halbinsel. Nach seinem Abzug ergab sich auch Gades, die älteste und die letzte Besitzung der Phöniker auf spanischem Boden, unter günstigen Bedingungen den neuen Herren. Spanien war nach 13-jährigen Kämpfe aus einer karthagischen in eine römische Provinz umverwandelt worden. Ich lese diesen... Entschuldigung. Nach seinem Abzug ergab sich auch Gades, die älteste und letzte Besatzung der Phöniker auf spanischem Boden, unter günstigen Bedingungen den neuen Herren. Spanien war nach 13-jährigem Kampfe aus einer karthagischen in eine römische Provinz verwandelt worden. In der zwar noch jahrhundertelang die stets besiegte und nie überwundene Insurrektion den Kampf gegen die Römer fortführte, aber doch im Augenblick kein Feind den Römern gegenüberstand. Scipio ergriff den ersten Moment der Scheinruhe, um sein Kommando abzugeben. Ende 206 und in Rom persönlich von den erfochtenen Siegen und den gewonnenen Landschaften zu berichten.
Während also Marcellus in Sizilien Publius Sulpicius in Griechenland, Scipio in Spanien den Krieg beendigten, gingen auf der italischen Halbinsel der gewaltige Kampf ununterbrochen weiter. Hier standen, nachdem die cannensische Schlacht geschlagen war und deren Folgen an Verlust und Gewinn sich allmählich übersehen ließen, im Anfang des Jahres 214, des fünften Kriegsjahres, die Römer und Phöniker folgendermaßen sich gegenüber. Norditalien hatte die Römer nach Hannibals Abzug wieder besetzt und deckten es mit drei Legionen, wovon zwei im Keltenlande standen, die dritte als Rückhalt in Picenum. Unteritalien bis zum Garganus und Volturnus war mit Ausnahme der Festungen und der meisten Häfen in Hannibals Händen. Er stand mit der Hauptarmee bei Arpi, ihm in Apulien gegenüber, gestützt auf die Festungen Luceria und Benevent, Tiberius Gracchus mit vier Legionen. Im Brettischen Lande, dessen Einwohner sich Hannibal gänzlich in die Arme geworfen hatten und wo auch die Häfen mit Ausnahme von Rhegion, das die Römer von Messana aus schützten, von den Phönikern besetzt worden waren, stand ein zweites karthagisches Heer unter Hanno. Ohne zunächst einem Feind sich gegenüberzusehen, die römische Hauptarmee von vier Legionen unter den beiden Konsuln Quintus Fabius und Marcus Marcellus war im Begriff, die Wiedergewinnung Capuas zu versuchen. Dazu kam römischerseits die Reserve von zwei Legionen in der Hauptstadt, die in alle Seehäfen gelegte Besatzung, welche in Tarent und Brundisium wegen der dort befürchteten makedonischen Landung durch eine Legion verstärkt worden war, endlich die starke, das Meer ohne Widerstreit beherrschende Flotte. Rechnet man dazu die römischen Heere in Sizilien, Sardinien und Spanien, so lässt sich die Gesamtzahl der römischen Streitkräfte auch abgesehen von dem Besatzungsdienst, den in der unteritalischen Festungen die dort angesiedelte Bürgerschaft zu versehen hatte, nicht unter 200.000 Mann anschlagen. Darunter ein Drittel für dies Jahr neu einberufene Leute und etwa die Hälfte römischer Bürger. Man darf annehmen, dass die gesamte dienstfähige Mannschaft vom 17. bis zum 46. Jahre unter den Waffen stand und die Felder, wo der Krieg sie zu bearbeiten erlaubte, von den Sklaven, den Alten, den Kindern und Weibern bestellt wurden. Dass unter solchen Verhältnissen auch die Finanzen in der peinlichsten Verlegenheit waren, ist begreiflich. Die Grundsteuer, auf die man hauptsächlich angewiesen war, ging natürlich nur sehr unregelmäßig ein. Aber trotz dieser Not um Mannschaft und Geld vermochten die Römer dennoch das rasch Verlorene, zwar langsam und mit Anspannung aller Kräfte, aber doch zurückzuerobern, ihre Heere jährlich zu vermehren, während die Phönikischen zusammenschwanden. Gegen Hannibals italische Bundesgenossen, die Kampanier, Apuler, Samniten, Brettier, die weder die römischen Festungen in Unteritalien sich selber genügten, noch von Hannibals schwachem Heer hinreichend gedeckt werden konnten, jährlich Boden zu gewinnen, endlich mittels der von Marcus Marcellus begründeten Kriegsweise das Talent der Offiziere zu entwickeln und die Überlegenheit des römischen Fußvolks in vollem Umfang ins Spiel zu bringen. Hannibal durfte wohl noch auf Sieg hoffen, aber nicht mehr auf Siege wie am Transimenischen See und am Aufidius. Die Zeiten der Bürgergenerale waren vorbei. Es blieb ihm nichts übrig, als abzuwarten, bis entweder Philippos die längst versprochene Ladung ausführen oder die Brüder aus Spanien ihm die Hand reichen würden und mittlerweile sich eine Armee und seine Klientel so weit unversehrt bei guter Laune zu erhalten. Man erkennt in der zähen Defensive, die jetzt beginnt, mit Mühe den Feldherrn wieder, der wie kaum ein anderer stürmisch und verwegen die Offensive geführt hat. Es ist psychologisch wie militärisch bewundernswert, dass derselbe Mann die beiden ihm gestellten Aufgaben ganz entgegengesetzter Art gleicher Vollkommenheit gelöst hat. Zunächst zog der Krieg sich vornehmlich nach Kampanien. Hannibal erschien rechtzeitig zum Schutz der Hauptstadt, deren Einschließung er hinderte. Allein weder vermochte er irgendeine der kampanischen Städte, die die Römer allein besaßen, den starken römischen Besatzungen zu entreißen. Noch konnte er wehren, dass außer einer Menge minder wichtiger Landstädte auch Casilinium, das ihm den Übergang über den Volturnus sicherte, von beiden
Konsularheere nach hartnäckiger Gegenwehr benommen ward. Okay.